Hallo, willkommen im neuen Jahr. Mein Name ist Gerhard Oehler von brokervorschlag.de. In diesem Video geht es um drei Themen. Einerseits ein Rückblick bezogen auf 2020, was wir daraus lernen können und wie könnte 2021 verlaufen. Wenn euch das interessiert, dranbleiben. Ja, 2020 ist zu Ende. Das neue Jahr hat jetzt mittlerweile auch schon begonnen. Wenn wir uns rückblickend anschauen, so gab es hier Situationen, die es vorher noch nie gegeben hat. Unter anderem habe ich bereits 2019 zum Short empfohlen, und zwar nämlich Öl. Damals unmittelbar nach dem Anschlag bzw. als das Öl auf 65 Dollar marschiert ist. Wir erinnern uns, den iranischen General, der beseitigt worden ist, gab es diesen Sprung nach oben, empfahl ich Öl zu shorten. In weiterer Folge 2020 ging Öl erstmalig in den negativen Bereich. Meine Position wurde mit 6 Dollar verkauft und auch zeitgleich eine Long-Position eröffnet. Diese Long-Position blieb bis 45 Dollar bestehen. Bei meinem Anbieter wird das automatisch rolliert, und zwar nämlich eine Woche vor dem eigentlichen Rolliertermin, wodurch der negative Ölpreis keinerlei Auswirkung auf meine Position hatte. Aber auch die Long-Seite, die ich danach empfahl, war äußerst lukrativ. Ich erinnere daran, dass Markus Koch einen Experten bei sich hatte, der davon sprach, dass Öl die nächsten Monate immer wieder in das Negative laufen könnte. Eine Prognose, die sich zum Glück nicht erfüllt hat. Im Gegenteil sogar, wir sahen einen Lauf, eine Verelfachung der Position. Zu Beginn des Jahres sprach ich auch darüber, dass es nun an der Zeit ist, ich blende euch diesbezüglich etwas ein, dass Bitcoin dieses Jahr nach oben hin drehen wird. Wir waren damals bei etwa 4.500 Dollar. Mittlerweile stehen wir bei über 30.000, also auch eine Bewegung, die grandios war. Ein Video möchte ich auch noch hervorheben, und zwar nämlich den Big Short. Damals ging es um die Apple-Aktie. Die Apple-Aktie war damals bei etwa 330 Dollar. In weiterer Folge ging man sogar noch bei 300 Dollar. Man ging dann noch etwas höher, fast 330 Dollar. Das war dann auch der Bereich, wo ich empfahl, diese Aktie zu shorten. Es ging dann auch auf 220 Dollar nach unten. Hier die Grafik eingeblendet. Sehr kontrovers war diese Idee meinerseits, aber sie ging auf. Im Zuge dessen habe ich auch ein Video erstellt, wo ich das Sentiment, dass sehr viele andere YouTuber sehr, sehr, sehr bullish sind, extrem bullish sind für 2020. Und das nahm ich zum Anlass, neben dem charttechnischen Ausblick meinerseits jetzt Short zu gehen. Was folgte, war der Corona-Crash, aber auch nahe des Lows, eigentlich einen Tag vor dem Low, erstellte ich ein Video, Augen zu und durch. Auch das blende ich euch hier jetzt ein, wo es darum ging, jetzt da Positionen einzugehen am kommenden Montag, damals am kommenden Montag, und nun sollte das Low gesehen sein, oder das Low gewesen sein sollen, und ja,
Das war ein Video, das sehr viel Beachtung, dem sehr viel Beachtung geschenkt worden ist auf meinem Kanal. In weiterer Folge sah man tatsächlich wirklich das Low. Der Dow Jones war bei etwa 17.900 Punkten oder 800 Punkte und es ging jetzt auf All-Time-Hochs hoch. Rückblickend betrachtet war 2020 ein sehr turbulentes Jahr. Eine Aktie, die ich seit 2019, also fast zwei Jahre lang, 34 Mal zu shorten empfahl, war Wirecard. Ein DAX-Unternehmen, das pleite ging, das vom Kurszettel oder aus dem DAX genommen werden musste. Diese Aktie war von Anbeginn an seit dem All-Time-Hoch in einen angeschlagenen Zustand. Ich habe viermal diese Aktie zum Long empfohlen, unter anderem bei 85 Euro. Man ging dann in weiterer Folge auf 110 Euro in etwa. Das war genau an diesem Mittwoch, wo ich dann auch empfohlen habe, diese Position unbedingt jetzt zu verkaufen und in weiterer Folge short zu gehen. Am Donnerstag in der Früh gab es diesen grandiosen Einbruch und die Aktie fiel in die Bedeutungslosigkeit. Das war mit Abstand eine der besten Short-Positionen, prozentmäßig, wenn man das jetzt da hochrechnet. Denn das war eine Bewegung, die in Summe gesehen bis jetzt zum Schluss etwa 99% eben gebracht hätte, wenn man darin positioniert gewesen war. Zum Vergleich, der Big Short bezogen jetzt auf Apple war in etwa 30% Kurseinbruch. Und dann in Folge die Long-Position, ja, die hat in Summe gesehen um die 90% gebracht. Also Wirecard Short prozentmäßig war der höchste Gewinn, bezogen jetzt auf Aktien, abgesehen jetzt von Ölpositionen, Long und Short, aber auch natürlich der Bitcoin, wo wir ja einige oder über 1000% eben an Wertentwicklung gesehen haben. Soweit jetzt das Jahr 2020. Was können wir daraus lernen? Einerseits streuen, streuen und nochmal streuen, aber auch das Depot nicht zu Tode zu streuen, sondern kompensiert, aktiv, aber themenmäßig gestreut unterwegs zu sein. Also von Rohstoffen, Aktien, Indizes, oder auch den Kryptobereich nicht außer Acht zu lassen. Also eine bestimmte Streuung unterschiedlicher Märkte, die sich entwickeln können, ist von Vorteil. Das ist die Quintessenz aus diesem Jahr. Aber auch, und da habe ich mehrere Videos verfasst, diesbezüglich, wie wichtig es ist, einen Notstopp zu haben. Einen Notstopp, der eine Position nicht zu einem Totalverlust werden lässt. Diesbezüglich habe ich auch ein Video erstellt eines YouTube-Kollegen, ich blende euch das jetzt hier ein, der dann einige Monate später zugestehen musste, auch ein weiterer YouTuber war dies, blende auch diesbezüglich das ein, beide mussten einräumen, dass ihre Wirecard-Position ein Totalverlust ist, weil sie diese wichtige Grundregel eben einen Notstopp zu haben außer Acht gelassen haben. Das sollte euch nicht passieren, also das ist jetzt der Lerneffekt aus diesem Jahr. Natürlich stellt sich jetzt nun die Frage, was erwarte ich 2021? 2021 erwarte ich, speziell seit dem Beginn des Jahres, dass die Amtsübergabe an Joe Biden in den USA nicht stattfinden wird. Wer in diverse alternative Medien sich angesehen hat,
wird feststellen, dass die Beweise des Wahlbetruges erdrückend sind. In weiterer Folge rechne ich, dass in den nächsten Tagen jetzt es sehr, sehr turbulent sein wird an den Börsen, an der US-Börsen, an den US-Börsen, dass einerseits auf das Jahr gerechnet der Tech-Bereich massiv unter Druck geraten wird und in weiterer Folge natürlich auch all die anderen Aktien und Indizes, aber dies wird nur eine kurze Momentaufnahme sein. Dass bereits im Februar der ganze Spuk vorbei ist und wir dann auch deutlich zulegende Kurse sehen und das trotz Corona. Corona legt eigentlich offen, dass sehr viele Unternehmen im Technologiezeitalter noch nicht angelangt sind und deren Geschäftsmodelle von Haus aus fraglich sind. Diese Unternehmen werden noch weiter unter Druck geraten und was das Wichtigste eigentlich ist, sehr viele dieser Unternehmen sind gar nicht börsennotiert. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Indizes schauen, sehen wir natürlich logischerweise nur börsennotierte Unternehmen, die ganz andere Möglichkeiten haben wie nicht börsennotierte Unternehmen. Einerseits sich frisches Kapital zu besorgen, andererseits von seitens des Staates gestützt zu werden, systemrelevant erachtet zu werden, ist eine der Möglichkeiten, auch an frisches Kapital zu kommen. Diese Unternehmen werden meiner Meinung nach zum größten Teil überleben, aber auch bestimmte Zombie-Unternehmen, die noch weiter verlieren werden, die muss man ganz einfach rausfiltern. Das heißt, in Summe gesehen erwarte ich 2021 wiederum zulegende Börsenkurse. Ich erwarte auch, dass der Bitcoin noch wesentlich weiter zulegen wird, dass es heftige Schwankungen geben wird. Dies kann bedeuten, dass man 30-40% innerhalb kürzester Zeit an Wert verliert, aber diese auch ebenso schnell wiederum aufholt. Natürlich wird auch Gold zulegen. Warum natürlich? Da ganz einfach sehr viel Geld gedruckt wird, weiterhin gedruckt wird und Gold ein Inflationsparameter ist. Ebenso auch Bitcoin ein Inflationsparameter ist, das nicht beliebig oder dieses Produkt oder dieses Investment ist nicht beliebig vermehrbar. Ihr wisst, 21 Millionen Coins können geschürft werden. Ein Großteil wurde bereits geschürft. In weiterer Folge wird je nach Halving halt eben jedes weitere Halving die Anzahl der Möglichkeit, Coins zu schürfen, wiederum halbiert werden. Dies zufolge führt zu einer Verknappung und zu weiter zulegenden Kursen. Okay, gut, zum Schluss noch weise ich auf meinen Premium-Dienst hin. Ich versuche hier diese Entwicklung an den Börsen, an den Indizes und so weiter zu analysieren und in Signale umzumünzen. Das vergangene Jahr war diesbezüglich mit 117.000 Punkten ein sehr gutes Jahr. Die Jahre davor waren wir knapp unter 100.000 Punkten, also auch diesbezüglich sticht dieses Jahr, das vergangene Jahr hervor. Noch nie hatte ich einen so hohen Punktezugewinn diesbezüglich. Wenn man jetzt einen Punkt rechnet, einen Dollar, dann kann man sich ausrechnen, wie viel man hier erzielen konnte. Natürlich wird man nicht einen Dollar einen Punkt rechnen, sondern wesentlich weniger. So habe ich das auch hier in meiner Grafik dargestellt. Ja, 2021 wird wiederum sehr viele Schwankungen beinhalten, die es gilt zu nutzen, herauszufiltern und auch du kannst dabei sein.
Abonniere meinen Premium-Dienst und nutze mein Wissen und meine Signale.